Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindes Hand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk in der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Amen. Das Benediktus ist der Lobgesang des Zacharias, der uns aus dem Lukas-Evangelium überliefert ist und den Zacharias in dem Augenblick betet oder singt, besser gesagt, als er die Frucht der Verheißung in den Armen hat, als er quasi seinen Sohn begrüßen darf, Johannes, der ja eben auch dem Herrn vorausgeht. Und wir beten diesen Lobgesang jeden Morgen im Morgengebet in den Laudes. Und es ist quasi der Höhepunkt des Morgengebetes. Also das ist eben die Stelle aus dem Neuen Testament, die dort immer wieder einfließen darf und bildet somit auch den Rahmen unseres Stundengebets ein Stück weit, das wir täglich beten. Und ich mag diesen Lobgesang so sehr, weil er etwas unglaublich Verheißungsvolles hat. Und weil es eben darum geht, Tag für Tag neu mit diesem Herrn zu rechnen, der auch heute sich in dieser Welt offenbart, der auch heute gegenwärtig ist. Und dieses Verheißungsvolle am Morgen zu beten, ist für mich immer etwas sehr, sehr Schönes. Ja, es ist im Benediktus auch von dem aufstrahlenden Licht aus der Höhe die Rede. Und dieses aufstrahlende Licht ist das Licht, was Tag für Tag in die Welt hineinkommt und genau in unsere Finsternis hinein, genau in alles Unerlöste hinein, will dieses Licht Gottes immer wieder neu aufstrahlen. Und das am Ende einer Nacht zu beten, ist sehr ganzheitlich. Also wir beten dieses Licht genau in unseren neuen Tag hinein. Und das finde ich etwas sehr Ergreifendes. Für mich ist es wirklich so, in dem Moment, wo ich darum bitte, dass dieses Licht in meine Finsternis hineinkommt, da tut sich schon was in meinem Herzen. Also egal, wie es mir gerade geht, egal, wie ich gerade aufgelegt bin, spüre ich, dass das sehr viel mit mir macht, da jeden Morgen eben so zu beginnen und darum auch explizit zu bitten. Nicht einfach nur so in den Tag hinein zu marschieren, sondern wirklich um dieses Licht Gottes zu bitten, dass es in meine Finsternis hineinkommt.